Hey ho, wir machen uns auf in die vulkanische Höhle von Let's Play Dawn of the New World. Wir sollten der Person, die hier trainiert, das Essen bringen, oder? Wieso trainiert jemand auf dem Vulkan? Das war ein Monster? Das klingt nicht gut. Kannst du dich selbst hören? Komm schon, Emil, reiß dich zusammen! Lady Martha hat recht, wir haben die Anfrage angenommen, also sollten wir das Essen so schnell wie möglich ausliefern. Wir müssen das abgeben, bevor die Suppe kalt wird. Bewegung! Ist doch scheißegal, ob die Suppe kalt wird! Wird die mal eben hier mit einer Angelschnur ins Wasser, in die Lava gehalten. Dann wird's wieder warm, wobei ich eh bezweifle, dass das Ding hier zu oder großartig abkühlen könnte. Überhaupt und sowieso. Yay, Schleimöl. Gibt es in diesen Schatztruhen hier eigentlich auch was anderes, außer diese, ich sag mal, Ingredienzien oder Ingredienzen? Ich sollte nicht Wörter benutzen, die, wo ich nicht weiß, wie sie richtig geschrieben werden und ich damit auch nicht weiß, wie sie richtig ausgesprochen werden. So, diese unglaublich schnelle Leiter, Hochkraxel-Animation. Oh mein Gott, das, dieser fette Hintern. Oh mein Gott, es ist Free... Ja, unglaublich. Ich fliehe vor dem Free Flyer hier und renne dafür in einen anderen. Haha, du kommst nicht weiter, weil du blöd bist. Schlechte KI und so. Okay, das ist ein Unique. Ich reiß dir den Hintern auf, Monster, glaube ich, gerade hier. Und Kieselstein. Naja, gut, das Zeug kann ich dann vielleicht wenigstens verkaufen. Zombie. Warum hat Zombie Fliegen am Hintern? Man weiß es nicht. Okay, oh. Ich hab gar nicht gewusst, dass man hier hoch kann. Ja gut, dann kann man halt hier hoch. Okay, dann habe ich anscheinend hier soweit erstmal alles aufgedröselt. Und dröseln wir uns mal hier durch das Münsterle. Der im Hintergrund hier. Der mit seinen kleinen schnuckeligen... Aua! Ist das Salzimfrosch oder was? Ist der bei ihm in die Leere gegangen? Flonk, flonk. Hört auf mit euren langen Dingern, Körperteilen an mir rumzumachen. Danke. Jetzt soll ich auch erstmal die Frösche hier erledigen. So, zum Glück bekommen die ordentlich Schaden. Was mir momentan fehlt, ist irgendwie so eine mächtigere Heilung. Das ist, Martha ist, glaube ich, hier bei diesen Kämpfen nur am Dauerheilen. Haha. Salat ist fertig. Ja, ich, oh, Energie! Und Verzweiflungsangriff. Schön, ja, also wenn ich den nächsten richtigen Boss nicht kaputt kriegen sollte, bin ich tatsächlich und wahrhaftig unfähig. Genauso ist recht. Nein, ist es nicht! Eieieiei! Ich weiß nicht, was das sein sollte. Der Tod ist schrecklich. Welche Art von Monster könnte das sein? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Vielleicht war es ein Tarzan-Monster und es wollte eigentlich... Hör auf zu jammern! Wir müssen uns beeilen, Emil. Also ist... Ja, 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 ja. Ich konnte das als Kind gut nachmachen. Jo. Okay, es scheint doch nicht mehr so ganz straightforward zu sein, wie es war. Da kann man bestimmt runter, oder? Oh mein Gott, das ist... Wächter! Aber das... Oh, das ist aber... Mach das Ding auf. Asche zu Truhe, Truhe zu Staub. Ist das normal, dass man... Was soll das? Warum haben die hier Standmonster hingebaut, die sich nicht bewegen können? Ey, gut, sie bewegen sich, aber nicht so richtig gescheit. Oh, oh, so, lass mich vorbei. Oh, danke, nicht mit dem Knüppel hauen. Hä? Achso, nächstes Unique Super Duper. Ich beiß dir die Zähne aus, Monster. Yay, es ist die, die Boy Group saure Gurke. Oder Gurke Anemone, weiß ich nicht. Aber dafür kann man den Chef der Truppe direkt ausmachen, dieses kleine Egelvieh. Was ich gerade aus Versehen im Visier habe, erstmal die Boygroup im Hintergrund. Na gut, dann halt er dich. Dann nehme ich mir den davor. Halte ich ihn von der anderen, vom Rest der Truppe weg. Na, jetzt könnte ich hier nochmal machen. Mir hatte schon mal jemand geschrieben, dass sich diese Art Angriff hier, dieser super, mega, ultra, ich hau dir alles drauf, was ich hier gerade zu bieten habe, Angriff. Irgendwas damit. Status schwach. Heilung, bitte, Heilung. Mein Gott, dann haut das viel rein. Ah, ich hatte Heilung, jetzt kriegst du Peilung. Mein GPS-Schwert haut dich kaputt. So, ich sollte vielleicht mal ins Menü gehen. Ich habe kein Zeug eingekauft, merke ich gerade. Da fällt mir gerade ein. Ich sollte das rausschneiden, glaube ich. Egal.
In Ordnung, lass uns dieses Tempo beibehalten. Du bist ja in Hochstimmung, Martha. Ja, also ich meine... Hm? Du meinst was? Die Monster können diesen armen Mann jederzeit angreifen. Wir müssen uns beeilen. Stimmt. Muss ich jetzt... Verdammt, wo war ich? Komme ich von unten oder... Nee, ich komme von oben. Ah, okay. Ach Gott, egal. Nee, ich benutze ein Objekt. So. Oh, ich sollte tatsächlich nochmal Zeug kaufen gehen. Sind ja nicht so teuer. Okay, dieser treibende, morbide Spannung. Werden wir das Essen ausliefern können? Was für eine Quest ist das überhaupt? Liefere Essen aus. Super. Hätte man sich da... Moment, muss ich das hier... Ah, ich kann drüber springen. Sehr schön. Ist das ein neuer Vogel? Ist das ein neuer Vogel oder ist das ein alter Vogel? Okay, also des Tempos nach zu urteilen, mit dem dieser Vogel Lebenspunkte verloren hat, muss es sich um einen altbekannten Vogel gehandelt haben. Und ich meine, er hieß Axtschnabel und ja, gehe davon aus, dass die anderen auch so hießen. Nun ja, ich habe, mal sehen, ob ich hier auch blaue Flüssigkeit erhalten. Super, man nennt das manchmal auch Wasser. Dass sich das Öffnen dieser Schatztruhen mitnichten lohnt. Aber ich könnte vielleicht mal gucken, für welchen Preis man das Zeug an den Mann bzw. die Frau bringen könnte. Vielleicht lohnt sich das ja wenigstens. Okay, gehen wir weiter durch die Höhle. Ist das hier irgendwie der wie soll ich jetzt sagen, der Vulkanmittelpunkt oder sowas? Könnte das sein? Dann wäre das vielleicht gefährlich, wenn das Ding ausbricht. So, hoffentlich kann ich wenigstens an dir vorbei. Sehr schön. Und Fischschuppe erhalten. Ja, eigentlich müsste ja rote Flüssigkeit in diesem Schatztruhen sein, wenn dann irgendwie hier... Wobei... Ja, ich weiß, es gibt Warmwasserfische, aber... Fische im Vulkan... Ich weiß es nicht. Weil sie hätte man vielleicht sagen müssen, okay, wir werden einfach die Gegnerbandbreite ein wenig erhöhen. Damit wir das hier irgendwie sinnvoll und stilecht mit irgendwelchen Feuermonstern oder was weiß ich, mit Erdmonstern. Das wäre irgendwie sinnvoll gewesen. Das ja voll basteln können. Was soll das hier eigentlich auch für. Oh, naja, wenn es. Der macht Sinn. Der macht Sinn. Ja, Erdgolem oder was das war. Und. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das hier irgendwie Mitte des Vulkans ist, wo wir jetzt gerade irgendwie den Krater hochkraxeln. Oder das ist so ein Chuck Norris Roundhouse Kick Gedächtnishochgang, den er mal da gemacht hat. Hier, so ähnlich wie Ryon kennt diesen... Ich weiß gar nicht, wie sich der Angriff schimpft. Jedenfalls der, wo sich die beiden Elite-Kämpfer so schön in die Luft schwingen und sich sehr oft um die eigene Achse drehen, während sie ihren Stinkefuß raushängen lassen. Oh mein Gott, es ist Bauchbelly. Komm ich da runter? Nö. Okay, ich hätte jetzt gedacht... Oh, du hast eine Abkürzung übersehen. Zum Boss? Oder nicht Boss? Jetzt jedenfalls in der komischen... wie heißt es? In dieser Gletscherspalte gab es ja irgendwie... Das habe ich ein bisschen vermisst. Nicht so richtig ein Bosskampf, wie beispielsweise dieser Nacktbar-Typ. Dieb, sag ich jetzt mal. Habe ich jetzt gedacht, okay, da gibt es irgendwelche lustigen Bosskämpfe. Okay, mehr Skelette. Ja, Skelette machen ja auch nicht so ganz Sinn. Also zumindest aus den Rollenspielsystemen, die ich kenne, sind Skelette meistens anfällig gegenüber Feuer. Weil Kälte ihnen gar nichts ausmacht. Sind ja schon kalt quasi. Kalt gemacht worden vorher. Mit einem Kaltluftföhn. Oh mein Gott, ich habe Regenbogen beim Kopf. Er ist gleich da vorne, ich weiß es. Komm schon, schnell. Mensch, Martha, das reimt sich ja, scheint dich ja wirklich aufzuregen. Also, naja, ich meine. Du meinst was? Hilf mir jemand! Das muss er sein! Sag an. Okay, wir sind also in einer zeitkritischen Mission, in der wir irgendwie einen Typen retten sollen, den wir ihm Essen bringen. Und was ist? Sie unterhalten sich einfach hoch. Ja, wir können hier rumpimmeln, wir können, keine Ahnung, Dr. House gucken. Oder, nee, nicht, wie hieß das? Dante Speak! Kann man auf... Twister, hier mit dem alten Darsteller von Robin Hood. Nein, wie heißt der? Ja, 07. Nee, das war Indiana Jones. Das ist ja auch egal. Passt ja auch besser zu Indiana Jones. Da liegt er ja auch schon. Er hat Schlangen gesehen. Seine eigene. Alles in Ordnung? Es ist alles vorbei. Was ist los? Wurdest du von Monstern angegriffen? Oh.
Halte durch! Yay! Boss Time gegen Klopsor! Es ist ein Golem-Kampf. Oder ist das hier der komische Typ da, der Chef? Denke, man wird es erkennen können, wenn ich die. Oh, oh Scheiße! Boah, ist das Schaden! Ich kann aber nicht mal zum Angriff, das ist das Problem. Ja, ansonsten, ich benutze immer noch diesen gleichen. Okay, das wollte ich jetzt gerade eigentlich nicht machen. Aua! Lass mich raus! Ich sterbe! Ich werde jetzt. Ich sag ja auch, ich sterbe. So. Objekt. Du hast keine Dinger mehr, also ich meine, nicht die Dinger, sondern Dinger halt. Magiepunkte, Technikpunkte. Okay, wen knüppeln. Okay, der sieht einfach aus, den knüppeln muss. Hals! Oh, ich hab den Hals voll gerade. Ja, ich weiß, ich könnte meinen super Porno pornösen Superangriff machen, aber der macht ja irgendwie nicht viel Schaden. Also, verglichen. Oh Gott, ich geh schon wieder aufs Maul. Irgendwie ist Martha gerade richtig am Arsch. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie steckt. Oh, Mr. Golem. Lass Martha in Ruhe. Okay, benutzen wir mal unsere Superangriff. Ich glaube, ich wollte mal nachfahren. Wenn ich meinen Hauptcharakter oder meinen Steuercharakter wechsle, ändert sich dann der Angriff? Oh, oh, Piruettor. Das meine ich nämlich. Martha kommt mit dem Heilen überhaupt nicht hinterher. Okay, das liegt eventuell. Wie konnte mich das treffen? Sollte ich vielleicht mal einen Gegenstand benutzen? Nein, nicht Strategie. Objekt. Gott, bin ich gerade am Arsch. Apfelgummi auf mich. Yay. Okay, jetzt können wir ihn vernichten. Okay, ich. Der hat sich, glaube ich, ziemlich ausgepowert gerade. Okay. Dann hoffen wir, dass der Typ hier gerade nicht wieder aus dem Koma erwacht. So. Und nochmal. Super Angriff. Aladdin. Okay, 5, 4, 5.000. Super viel Schaden haben wir jetzt schon mal gemacht. Und er hat kaum noch Lebenspunkte. Yes! Okay, ich habe mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert im Kampf. Aber ich kann es halt nicht besser. Ich kriege halt immer gerne mal eins aufs Maul. Wenn ich denke, oh, sie haben gerade angegriffen, dann hau ich zurück. Oh, sie greifen mich schon wieder an. Wann soll ich denn zurückhauen? Oh. Bitte halte durch, wir bringen dir das Essen, das deine Frau für dich zubereitet hat. Bist du verletzt? Nein, ich bin nur so ausgehungert, dass ich keinen Muskel bewegen kann. Schnell, das Essen. Ja, hier ist es. Essen ausgeliefert. Wenn das jedes Mal passiert, wenn du hungrig bist, dann solltest du vielleicht dein Training für eine Weile unterbrechen. Nein, ich muss weiter trainieren, bis ich stärker geworden bin. Meine Frau möchte es so. Dann besorgt dir eine neue. Wie romantisch, es ist doch nichts Schöneres. Es gibt doch nichts Schöneres als ein junges, verliebtes Pärchen. Sie sind verheiratet. Das schließt das eine und das andere schließt sich aus. Moment, du meinst. Oh, Scheiße. Moment, du meinst, deshalb warst du so scharf darauf, diese Anfrage zu bearbeiten? Natürlich, es ist der Traum eines jeden Mädchens, seinem Liebsten eine Mahlzeit zuzubereiten. Eines Tages werde ich für dich das Gleiche tun. Also such dir für dein Training einen richtig heimtückischen Ort aus, ja? Wie bitte? Oder Rose kaufe. Mal die Mädels unter euch. Stimmt das? Sucht ihr euch einen Typen, damit ihr ihn bekochen könnt? Ist das nicht ein bisschen eindimensional? Ist das nicht sexistisch? Miau, gut gemacht. Hier hast du eine Belohnung vom Kunden. Mars Bandana erhalten. Mal sehen, wer es tragen kann. Ach, da war's. Ausrüsten. Bandana ist was für. Ah, was ist das für den Herren? Okay, marginal besser, aber Hauptsache besser. Okay, ich werde mal ganz kurz einen Schnitt machen und gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Und dann, Jonsch, dann werde ich mich offscreen wieder zurückmachen nach... Wie ist der Ort noch gleich? Nicht Luin, Asgard. Bis dann. Wobei, das machen wir angemessen oder gemessen an der Zeit, die wir schon in Toads haben, in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.